Hallo zusammen, ich bin Carola von Lila in Linz und begrüße euch zum heutigen Montagsvideo. Diejenigen von euch, die mein Video gesehen haben, also die Onstage, die Facebook-Live-Aufzeichnung mit den Onstage-Swaps, hat vielleicht diese Verpackung gemerkt. Die hat eine meiner Teammädels gemacht, die Karin von Stempelpünktchen. Und das war heute die Inspiration für die Verpackung, mit der ich euch heute Ideen liefern möchte. Ich habe die Verpackung größer gemacht, der Deckel und der Überschlag ist angelehnt an das von der Karin. Da kommt dann so ein Stück Praline mit rein und der Deckel oder die Vordersicht ist aus Klarsichtfolie. Wir beginnen mit einem Stück Wassermelone und da schneiden wir uns zurecht. Ich habe hier jetzt einen Bogen A4, da schneiden wir uns zurecht auf 20,1 zu 13,5 cm. Und hier diese Breite ist 21 cm, das heißt, ich beginne jetzt einmal bei 13,5 und kürze mir das Ganze auf 20,1. Da bleibt dann so ein Reststreifen übrig, kann man wieder verwenden, wenn man mag. Und dann beginnen wir mit dem Falzen. Ich lege mir die kurze Seite im ersten Schritt an und falze bei 4,5 cm und bei 9. Dann drehe ich das Ganze gegen den Uhrzeigersinn, noch einmal 4,5, dann 12,5 cm und 17,1 wäre der nächste Schritt. Ich habe da wieder das Thema, dass ich die 17,1 hier nicht sehe, benötige aber zwischen dieser und dieser Falzlinie 4,6 cm. Das heißt, ich lege mir diese Falzlinie hier an bei 4,6 und kriege somit dann da auf 17,1. Und das Reststück sind dann hier 3 cm. Wenn wir den Papierschneider schon zur Hand haben, nehme ich im nächsten Schritt das Designerpapier. Das ist das Designerpapier, das ich auch letzte Woche verwendet habe. Das nennt sich Mit Liebe. Und schneide mir da zurecht mal auf, was machen wir denn als erstes? Ich nehme jetzt einmal 4,3 cm. Dann brauche ich für den Deckel ebenfalls 4,3 cm. Ups. Dann brauche ich 3 mal 7,7. 1, 2 und 3 Stück. Und dann brauchen wir noch, wie gesagt, den Klarsichtdeckel. Ich habe hier ein Stück Klarsichtfolie, das schneiden wir uns zurecht auf 6,5 cm. Und kürzen uns das Ganze auf 12,5. Und dann nehme ich meinen Papierfalter zur Hand, falze mir, ich habe hier jetzt, kann man jetzt sehr schwer erkennen, die kurze Seite, die legen wir uns oben an und falzen bei 1 cm. Hier bietet sich wirklich der Papierfalter an, weil man einfach wirklich gut fest reindrücken kann. Die Klarsichtfolie ist fest, die braucht ein bisschen Kraft, damit sich das Ganze dann aufbiegt. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls bei 1 cm falzen. Und da wirklich mit Kraft drüber gehen. Und dann lege ich mir das Ganze einmal bei 4,5 cm noch an. So. Das war eigentlich jetzt auch schon der Kraftakt. Ich gehe jetzt her, knicke mir diese Falzlinien um und schärfe mir die wirklich ganz, ganz gut mit dem Papierfalter, damit eine scharfe Kante entsteht. Aufmachen und auch die Seitenteile ganz, ganz scharf umknicken. Und auch diese Seite noch. Und die kleinen unteren Rechtecke können wir wegschneiden. Ich verwende da ganz normal die Papierschere auch dazu. Wenn ihr die Papierschere für sowas nicht verwenden wollt, dann einfach eine andere Schere nehmen. Also ich habe also das Papier und das Plastik schneide ich mit der gleichen Schere. Was ich nicht mit der Papierschere schneide, sind die Bänder. Im Video jetzt schauen, weil es einfach schneller geht, aber normalerweise habe ich eine Stoffschere da zur Hand, um die Klinge von der Papierschere zu schonen. Jetzt kommt dieses Teil,
ebenfalls alle Falzlinien umknicken und mit dem Papierfalter nachziehen und schärfen. Und wenn ihr das Ganze dann so liegen habt mit dem Deckel oben, schneiden wir hier die Quadrate ein bis zur Querfalz und zum mittleren Teil ein Dreieck rausschneiden. Und nur zum mittleren Teil hin, weil das wird unser Boden und den wollen wir anschließend vorne gerade haben und nicht irgendwie so ein Dreieck rein. Also hier nur die mittlere Seite. Und jetzt schneiden wir hier von oben ein bis zur zweiten Querfalz. Das kleinere Rechteck kann weg und auch wieder zum mittleren Teil ein Dreieck einschneiden. Auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls, bis zur zweiten Querfalz, das obere Dreieck, obere Rechteck wegschneiden und hier dann das Dreieck. So schaut das Ganze dann aus, wenn wir mit dem Schneiden fertig sind. Dann kommt die Stanze gewellter Anhänger. Ich klappe mir dazu die Seitenteile ein. Wir sind hier bei 4,5 cm, die Breite vom Anhänger wären 5 cm, aber wir passen einfach jetzt auf, dass wir so weit wie möglich in der Mitte sind. Ich hoffe, dass ich halbwegs richtig bin, weil ich beim Video nicht ganz so drauf schauen kann. Und so entsteht dann dieser Überschlag. Ich nehme jetzt im nächsten Schritt mein Designerpapier und klebe mir das auf. Ist immer einfacher, wenn ihr das macht, solange das Ganze noch Plan da liegt. Wenn das Ganze mal zusammengebaut ist, ist es etwas schwieriger, das Designerpapier aufzukleben. Ich suche gerade einmal wieder meine Walze. Hier ist sie. Ihr wisst ja, dass ich gerne diese Walze verwende, wenn ich bei einer Fläche den Kleber verstreichen möchte. Die Produkte, die nicht von Stampin' Up! Sind und ich hier im Video aber verwende, verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Da ist der Link für diese Walze mit dabei. Und dann jetzt noch der Deckel. Versuche, dass ich da natürlich gerade bin und in der Mitte. Und noch einmal den Kleber verstreiche. Dann kommt hier unser Plastikfenster. Ich brauche jetzt, da ist es, das Abreißklebeband. Wenn ihr das Ganze so liegen habt, kommt auf der Außenseite hier Kleber mit drauf und hier auf der Innenseite. Also ich suche wieder den Anfang. Auf der Außenseite, also das ist in dem Fall die Seite, die sich von euch wegbiegt, wenn ihr das habt. Biegt sich da so weg. Und hier biegt sich's zu euch her. Dann nehmen wir zwei Stück, einmal bei der oberen Kante und einmal bei der unteren Kante. Dann nehme ich das Papierlochwerkzeug, ziehe mir auf einer Seite die Schutzfolie ab. Und nehme mir die rechte äußere Kante und lege mir die Schneidekante an Schneidekante so. Dann kann ich das Ganze hinlegen, nochmal die Schutzfolie abziehen und komme von der gegenüberliegenden Seite. In dem Fall habe ich jetzt festgestellt, es ist etwas leichter, wenn man das Ganze in der Luft macht, weil sich diese Fensterseite einfach so viel biegt. Das wird unsere Vorderseite. Ich klappe jetzt einmal die Seitenteile ein. Und auch da habe ich beim Prototypen festgestellt, es ist besser trotzdem den Boden noch mit ein bisschen Flüssigkleber verstärken, damit sich der innen nicht abhebt. Dann kommt die Rückseite. Und dann zum Schluss kommt dieser Klarsichtüberschlag
Wie bei jeder Box kommt die Vorderseite ja zum Schluss. Umschlagen, mit dem Papierfalter noch gut andrücken, auch von innen einmal andrücken, damit sich dort auch der Flüssigkleber verteilen kann und reinkommt die Schokolade. Die Seiten einschließen, dann habe ich hier oben den Deckel. Und den verschließen wir mit dem, ich habe hier ein flüsterweißes Organza-Band. Ich gehe von innen hinein, damit ich dann oben rauskomme beim Deckel. Ich komme von hinten nach vorne. Bänder am besten erst dann abschneiden, wenn ihr die Masche, die Schleife fertig habt. Nicht, dass euch das Band dann zu kurz wird. Jetzt geht es wieder um ein Schleifenbinden vor laufender Kamera. Ich komme von oben nach vorne. Und zupfe mir das Ganze dann zurecht. Ihr könnt natürlich anschließend auch das Ganze, nachdem das beweglich ist, noch ein bisschen hin und her schieben. Und schneide mir das leicht schräg ab. Und wer jetzt sagt, ich bin jetzt soweit fertig, ich mag jetzt gar nicht mehr dekorieren, der könnte das Ganze so verschicken oder verschenken. Wir machen noch ein bisschen Dekoration. Und zwar habe ich heute wieder mal ausgegraben die Stanzbox exquisite Etikette. Die gibt es ja im Jahreskatalog. Und die beinhaltet für einen Stempler einfach ein Grundpaket. Da kommt so eine Blechdose. In diesem Grundpaket ist mit drinnen die Stanzform. Ein Stempelset. Ich schaue, dass ich euch das jetzt mal kurz zeigen kann. In diesem Stempelset ist ein Hallo drinnen. Mit Liebe für dich, Glückwunsch, Superstar, beste Wünsche zum Geburtstag. Und wir verwenden heute das Danke. Da sind auch zwei Stampin' Spots mit drinnen, in Grapefruit und Marineblau und auch ein Acrylblock. Kann man nochmal herzeigen. Und ich habe, das ist hier der Acrylblock, der ist ein kleiner, der weicht schon von denen von Stampin' ab, also die wir kaufen können ab, also die zu kaufen sind etwas höher, aber dafür ist der ist von der Größe her gleich, nur etwas schmäler. Lässt sich aber genauso gut verwenden. Ich habe hier ein Stück Flüsterweiß, wir stempeln in Wassermelone. Nicht wundern, wenn der Stempel nach dem Reinigen rot bleibt, das sind die Pigmente in dem Stempelkissen. Einfach ganz normal reinigen und dann ist er genauso gut wieder einsetzbar. Aber nicht wundern, die bleiben einfach dann verfärbt. Das Danke, ich habe hier die Schaumstoffunterlage, weil das ein Klarsichtstempel ist, da ist es immer gut, ein bisschen Unterlage zu haben. Und so haben wir das Muster gestempelt. Und dann habe ich das Ganze mit den Stampin' Blends koloriert. Ich habe hier begonnen mit dem hellen Zartrosa und male mir die Blüten aus. Mit einer ganz leichten Hand nur ausmalen, nicht zu fest aufdrucken. Sonst habt ihr das Problem, dass ihr die Tinte, die gestempelte Wassermelone wieder aufnehmt und etwas verwischt. Dann etwas dunkler in der Mitte, wirklich ganz wahllos, ich bin da jetzt nicht der Kolorier, Kolorierexperte. Und den hellen Olivgrün habe ich hier ebenfalls, nehme da die falsche Spitze, ich habe hier gern diese feste Spitze. Und koloriere mir die Blätter. Und gehe auch über dieses Danke drüber, damit das noch ein bisschen vom Farbklecks bekommt. Ihr macht es dann schöner wie ich. Ich will euch grundsätzlich immer nur zeigen, wie das funktioniert, die Blätter kolorieren. Und dann gibt es zwar für den Hintergrund diese Stanze, aber dann wird man doch einiges wegstanzen und das möchte ich nicht. Ich habe jetzt eins gemacht. Ich habe das Ganze per Hand ausgeschnitten und da halte ich euch gar nicht auf damit. Also wie gesagt, mit der Papierschere rundherum schneiden funktioniert einwandfrei, wenn man nur diese Blütenarrangement haben möchte. Ich habe hier ein Farbkarton in Farngrün.
stanze mir das mit der beigelegten Stanze aus. Dann nehme ich mir eine Klebepunkte. Ihr könnt da aber auch ein Stück Abreißklebeband verwenden. In die Mitte drauf geben. Dann habe ich hier noch das Garn in Rosa. Sehr pastellig gehalten. Das Ganze ist, wie gesagt, von der Grundidee her habe ich überlegt, ob das jetzt für den Muttertag passt. Ich drapiere dann das Band ein paar Mal so um die Mitte und klebe dabei immer wieder am Mini-Klebepunkt das Ganze fest. Abschneiden. Das war jetzt etwas zu viel. Dann nehme ich unser Blütenarrangement und brauche Stampin' Dimensionals, einen in die Mitte aufkleben. Dann nehme ich noch einen und schneide den in zwei Hälften. Gebe mir dazu einen links und einen rechts oder umgekehrt, einen rechts, einen links. Ziehe die Schutzfolie ab. Und das, der Grund, warum wir das machen, ist, damit wir hier das Band weiterhin durchfädeln können. Und ganz zum Schluss kommen noch ein paar Perlen mit drauf. Die positioniert ihr einfach dort, wo es euch am besten gefällt. Ups. Und das war meine Verpackung. Ihr seht hier, ich kündige, bei mir wird jetzt der Deckel etwas länger, der Überschlag, weil mir das persönlich etwas besser gefällt. Der ist etwas zu kurz geraten. Ihr bekommt die Anleitung für die größere Variante und hat wieder ganz einfach funktioniert. Und die Idee ist von Stempelpünktchen, von der Karin, einer meiner Teammädels. Das war ihre Idee, ihr Swap in München. Ich hoffe, euch hat meine Idee gefallen. Ihr bastelt sie mal nach, gern mit einem Hashtag LilanLinz Instagram oder @LilanLinz, dann bekomme ich es auch mit, dann kriege ich die Info. Ich freue mich immer wieder, wenn ich eure Werke dann sehe, und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine gesunde und kreative Zeit, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!